So, hallo Leute, willkommen zu Let's Play in Minecraft. Während sich im Hintergrund noch die Map aufbaut. Ja, so sieht der Tempel gerade aus. Das ist, sagen wir mal, kurz ein kurzes Zwischenstandsvideo, so mehr oder weniger sein. Wie man sieht, ja, Sockel war letztes Mal fertig. Hauptteil ist fertig. Decke ist fertig. Säulen sind soweit fertig. Ich habe mich jetzt für alle vier eine Säule entschieden, also jeder vierte Block ist eine Säule. Ich denke mal, das passt eigentlich. Viel weiter sollten sie nicht sein, sieht so ganz nett aus. Und das Dach kann man so ein bisschen schlecht erkennen, weil alles gleich aussieht von wegen Koppel. Aber es soll so ein Schrägdach werden, so in die Mitte geht es jeweils zusammen. Ganz in der Mitte hatte ich immer noch eine Kuppel überlegt, daran hat sich nichts geändert. So, gehen wir mal kurz runter. Lutsch. Und ja, ich hatte das Dach zunächst doppelt so steil, also alle zwei Blöcke eins hoch, genau, abwechselnd halber Stein, ganzer Stein, jetzt ist es immer zwei Felder, das sah mir aber dann doch ein bisschen so hoch. Ganz zu Anfang hatte ich auch noch überlegt, das mit Treppen zu machen, also 1-1 Verhältnis, aber das habe ich mir vorher überlegt. Ja, ein paar wenig Fackeln habe ich zur Zeit. Ja, man kann so ungefähr die Ausmaße erahnen. Hui, Entschuldigung. Okay. Ist gerade auf Peaceful noch, sonst würde hier massig was spawnen, darauf habe ich gerade keinen Bock. Ich muss mir unbedingt neue Fackeln bzw. neue Kohle besorgen. Die ist aber zu Hause. Wo ich jetzt gleich hingehe, ja, kann ich mal kurz da noch hochgehen. Ist auf jeden Fall für den Anfang schon gar nicht schlecht. Das ist Arbeitstreppe. Ja, das soll dann überall so reingehen, damit das von allen Richtungen schön aussieht. Ja, sieht doch für den Anfang gar nicht schlecht aus. Ups, ups, ups. Jetzt will ich noch mal kurz was zu Hause zeigen. Ich habe hier notdürftig die Strecke erweitert. Ist noch nicht final, aber für den Moment geht es etwas schneller, ich muss weniger laufen. Die Hunde sind da, weil ich zu Hause einmal beim Skelett gestorben bin. Und ja, die sind mir nachgespawnt. Und der Spawnpunkt war nun mal hier hinten, weil ich zuletzt dort hinten im Bett geschlafen habe. Gut, ja, Innenausstattung. Ich habe so eine grobe Vorstellung, wie es werden soll. Sieht schon cool aus, wie er da sitzt mit dem Spielzeugschwert. Ja, was ich euch als nächstes zeigen will, ist Schalter umlegen. Denn hier habe ich natürlich die Steine wegbekommen. Ist inzwischen ein ganzes Stück tiefer geworden. Gut. Nee, geht kaputt. Ja, wir sind auf Höhe 12,6, also Boden ist 11. Bei 5 kommt der Bedrock, also viel tiefer komme ich eh nicht mehr. Für den Tempel, ich hatte ja noch viel ab da vorne, wo keine Treppen mehr ist. Da fehlen sie mir gerade hier. Habe ich neu ausgebaut. Ich habe hier, darum renne ich ja die ganze Zeit, Diamanten gefunden. Ich habe auch an anderer Stelle schon mal 3 gefunden. Das ist ja schön ein Nebeneffekt, wenn man hier was findet. Dadurch habe ich jetzt so eine Fackel. Fehlen mir gerade die Werkzeuge, um das hier abzuernten. Habe ich jetzt, glaube, 10 Diamanten. Damit kann ich mir bei Zeiten mal eine Diamanthacke bauen und ein Portal bauen. Vielleicht baue ich das da unten rein, wenn ich mal auf Bedrock komme. Naja, gut. Das war's eigentlich auch schon. Es ist Nacht draußen. Ein Sturz, jo, 10 Stück. 64 Kohle nehme ich einfach mal mit. Habe ich da hinten genug? Ah, hier habe ich sogar noch ein bisschen, egal,
Erstmal muss ich weiterfarmen. Ich schätze mal, ich brauche noch ein volles Inventar für die restlichen Steine, weil so ein Dach, das frisst ordentlich Steine. Und, naja, das gibt's beim nächsten Mal. Es sollte ja wirklich kurz sein. Ich habe ja auch nicht wirklich viel zu zeigen. Und mach's gut. So, nur noch mal ein ganz kurzer Nachtrag. Ich habe jetzt die nächste, baue dich auf, Fuhre Steine verbaut. Das Dach nimmt eins von vorne an, und weil man es beim letzten Mal nicht ganz so gut erkannt hat, weil es ja nur bis dort irgendwo so ging, wie es aussehen sollte, ja. Die Seite ist fast fertig, die da hinten ist fertig. Also dort ist ein Aufstieg. Dort fehlen noch vor allem viele Halbsteine und da hinten fehlt noch so ziemlich alles. Aber ja, so soll es aussehen. Eine Kuppel soll weiterhin in die Mitte, aber das mache ich erst im Nachhinein. Wenn ich mir genau über die Größen und so und wie es dann wirklich aussieht, Gedanken mache. Weil für den Moment sieht es ja so auch gar nicht schlecht aus. Nun gut, das war's ja wirklich. Na gut, ein letzter Nachtrag. Wie sähe das Ganze denn wohl mit einem HD-Pack mit weißem Kobbel aus? Ich finde, macht auch schon was her. Ob ich das jetzt dauerhaft so benutze, schauen wir mal, aber doch, für den Anfang, ich bin zufrieden. Ist ungefähr das, was ich mir vorgestellt habe. Und ich glaube, das ist jetzt die vierte Verabschiedung. Macht's gut.